Theaterpause zum Mitmachen. Heute mit Daniel Mutlu als Tobias Hahn aus den Bremer Stadtmusikanten. Herzlich willkommen zur morgendlichen Leibesertüchtigung mit Tobias Turnvater Hahn. Mein Name ist Tobias Hahn. Vielen bin ich bekannt als Frontsänger und Star der Bremer Stadtmusikanten. Freunde dürfen mich auch Tobi nennen. Zuvorderst einige Krähübungen, um unsere Stimme zu aktivieren. Viren? Oh Gott! Einige Krähübungen, um die Stimme in Gang zu bringen. Stelle dir vor, deine Stimme füllt den ganzen Raum aus und bewegt sich einem seidenen Faden gleich von deinem Schnabel weg. Zuerst kräht der Hahn auf Deutsch. Kikiriki! Kikiriki! Und jetzt du. Kikiriki! In England kräht der Hahn wie folgt. Cock-a-doodle-doo. Und jetzt wir zusammen. Cock-a-doodle-doo. Der Franzose sagt, Kokoriko. Kokoriko. Und jetzt wir zusammen. Kokoriko! In der Türkei kräht der Hahn. Ü-ü-ü-ü-ü-ü. Und jetzt du. Ü-ü-ü-ü. Nun krähen wir wie mein Onkel. Der war ein Truthahn. Ulu, 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 u. Und jetzt du. Ulu, 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 ulu. Der Wasserhahn klingt so. Nee. Hirni, der Wasserhahn lebt ja gar nicht in freier Wildbahn. Nun ein paar Übungen, um unseren Körper aufzuwärmen. Wir beginnen mit der Übung Krallen mit den Scharren. Scharren mit den Krallen. Wir stellen unsere Krallen nebeneinander auf den Boden, verlagern das Gewicht auf das rechte Hühnerbein. Unsere Krallen graben sich in die Erde hinein. In die Erde hinein. Dann heben wir das linke Hühnerbein und scharren mit der linken Kralle über den Boden. Und abstellen. Nun stellen wir uns auf das andere Bein, heben das Bein neben dem anderen und scharren mit der anderen Kralle über den Boden. Also alles nur andersrum. Und abstellen. Kommen wir nun zur Meldeübung. Wir strecken unseren rechten Flügel eifrig in die Höhe, als wüssten wir die Antwort. Dann lassen wir unseren rechten Flügel fallen, entspannen Körper, Schultern, Nacken und Gesicht, als hätten wir die Antwort wieder vergessen. Und jetzt wir zusammen mehrmals hintereinander. Ich weiß es. Nee, doch nicht. 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 Und nun für die Linksflügler. Ich weiß es. Nee, doch nicht. Ich weiß es. Nee, doch nicht. Ich weiß es. Ach, nee, doch nicht. Jetzt weiß ich's! Vergessen.
Nun für die Beidflügler. Und alle mit vollem Einsatz. Ich weiß es! Nee, doch nicht. Ich weiß es! Nee, doch nicht. Ich weiß es! Nee, doch nicht. Jetzt weiß ich's! Doch nicht. Jetzt weiß ich's! Doch nicht. Kann ich mal etwas zu trinken haben, bitte? Danke. Diese Übung kann variiert werden, indem wir während des Streckvorgangs die Hühnerbeine beugen. Verzeihung. Das schneiden wir nachher raus, ja? In der nächsten Übung machen wir uns so klein wie ein Küken und so groß wie ein Pfau. Dabei sollte auch die Gesichtspartie benutzt werden. Ich demonstriere. Ich bin ein kleines Küken. Ganz klein. Ganz klein. Ich bin ein großer Pfau. Ich schlage ein Rad. Und jetzt wir zusammen. Ich bin ein kleines Küken. Ganz klein. Ganz klein. Ein großer Pfau. Großer Pfau. Oh, wie bin ich schön. Ein schöner Pfau. Ganz kleines Küken. Ganz klein. Großer Pfau. Oh, ich bin ein großer Pfau. Schaut mich an. Bin ich groß. Ganz kleines Küken. Ganz klein. Ganz kleines. Zu guter Letzt ein paar Geh- und Flugübungen. Bewege dich vom Bildschirm weg. Gehe durch den Raum, flattere mit den Flügeln und krähe wie ein Hahn. Bedenke, Hühneraugen auf im Hühnerstall. Sei kein kopfloses Huhn und nehme Rücksicht auf die anderen herumlaufenden Hühner. Und flieg! Und flieg! Beachtet, flieg! Und fliegt davon! Fliegt! Meine kleine Küken, fliegt! Ich bin ein Pfau! Ich bin ein großer Pfau! Ich fliege durch die Welt! Fliegt! Meine kleine Küken, fliegt! Und gehen! Und gehen! Oh ja! Wie sind wir schön! Sind wir schön! Und fliegt! Fliegt! Kikiriki! Kikiriki! Hallo! Hier bin ich. Der Lohn des Künstlers ist der Applaus. Wenngleich auch nicht für Wasser und Körnerbrot reicht. Verneigen wir uns also zusammen zum Applaus. Ich sage auf Wiedersehen und wünsche dir einen schönen Tag. Dein Tobias Hahn. Und vergiss niemals, unterschätze niemals einen Hahn, denn ein Hahn ist schlau wie Sau.